HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Länderspielwoche heißt, dass die Bundesliga und die zweite Liga pausieren, dass der HSV pausiert und dass unser HSV-Podcast pausiert. Oder auch nicht. Der HSV pausiert in Hamburg natürlich nie und deswegen haben wir auch in dieser Woche eine Folge von HSV, wir müssen reden für euch. Mein Name ist Kai Schiller und ich begrüße an meiner Seite den ebenfalls nicht pausierenden Kollegen Stefan Walter. Moin Stefan, bist du reif heute für eine Pause? Moin Kai, schön, dass du mich das fragst, nachdem du mich hier 10 Tage am Stück einteilst mit HSV-Diensten. Aber dieser Podcast ist natürlich fast schon Freizeit und man macht es natürlich gerne. Von daher bin ich zwar bereit für eine Pause, aber auch bereit für diesen Podcast. Genau so mag ich das hören und trotzdem, Stefan, mit dir wäre es ein bisschen langweilig alleine hier im Podcast und deswegen haben wir uns doch einen ziemlich coolen Gast, wie ich finde, eingeladen. Sein Spitzname Master of Grätsche und ich glaube, dass unsere jüngeren Hörer jetzt vielleicht an Papadopoulos denken oder nicht so richtig wissen, wen ich meinen könnte. Die Älteren wissen aber bestimmt ganz genau, es geht um Carsten Kober. Der hat immerhin 223 Bundesligaspiele für den HSV gemacht, ist heute Präsident von Vorwärts Wacker. Und jetzt fragt man sich trotzdem, was wollen wir mit Carsten Kober hier im Podcast besprechen? Und ja, das Lustige ist, bei Vorwärts Wacker, wo er, wie gesagt, Präsident ist, hat Carsten vor 5 Jahren Fabio Baldé als damals noch 13-Jährigen mitentdeckt, würde ich mal sagen, und vor allen Dingen aber auch sehr gefördert. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen mit ihm sprechen. Allerdings finde ich erst etwas später, weil Carsten ist uns zwar netterweise gleich aus seinem Feriendomizil auf den Kanaren zugeschaltet, aber ich würde ganz gerne die Chance nutzen, Stefan, da du ja jetzt keine Pause machen willst, das ein oder andere HSV-Thema mit dir zu besprechen, weil außer Baldé, den ich wirklich sehr spannend gerade finde, gibt es einiges andere gerade noch zum HSV zu besprechen und ja, Stefan, da bist du ehrlicherweise jetzt, weil du ja nie eine Pause machst, für mich der beste Gesprächspartner. Das höre ich doch sehr gerne, dann ja. Schieß doch mal los. Worüber möchtest du gerne reden mit mir? Ja, also wer deine Berichte liest, der dürfte jetzt wenig überrascht sein, dass das erste Thema natürlich Mario Vuskovic sein muss, nach meiner Meinung. Du bist, jetzt Achtung, Kompliment kommt selten, aber du bist aus meiner Warte bist du der weltweit allergrößte Mario Vuskovic-Kenner, Versteher, wie auch immer und hast wahnsinnig viele Berichte geschrieben, warst in der Schweiz beim Prozess und hast diese ganze Doping-Geschichte von vorne bis hinten extrem eng begleitet. Und trotzdem die Frage an dich, wie überrascht warst du, als du am vergangenen Sonntagabend von der Aktion der Mannschaft gehört hast, dass der ein oder andere aus der Mannschaft und auch vom Staff, dass relativ viele zu ihm nach Split geflogen sind, um ihn moralisch zu unterstützen, da seine 4-Jahressperre ja nun offiziell vom Internationalen Sportgerichtshof bestätigt worden ist. Also ich war tatsächlich sehr überrascht, wie wahrscheinlich alle anderen auch. Ich weiß noch genau, wie ich in der Mixzone nach dem Heimsieg gegen Münster Robert Latzel und Miro Muheim gefragt habe, was plant ihr denn jetzt für Mario Vuskovic? Was habt ihr noch für weitere Aktionen im Köcher? Denn es war irgendwie klar, dass es jetzt nicht nur dabei bleiben wird, sein Trikot einmal kurz in die Kamera zu halten, sondern dass die Mannschaft sich schon noch etwas Besonderes einfallen lassen wird. Ich hätte allerdings eher gedacht, dass sie ihn hier nach Hamburg einladen, dass sie vielleicht mit ihm gemeinsam einen Ausflug machen, aber alles auf deutschem Boden. Und ich war schon sehr überrascht, dass es dann auch so schnell ging und dass sie wirklich einen Tag später nach Split geflogen sind. Ich habe auch schon dem schelmischen Grinsen von Miro Muheim entnommen, dass so eine Aktion bereits im Köcher ist, aber ohne, dass sie spruchreif ist, beziehungsweise ohne, dass er es mir jetzt ins Mikrofon sagen wollte. Ja, und dann war ich natürlich auch schon noch ein bisschen gerührt, als man dann auch die Bilder gesehen hat und gemerkt hat, okay, hier entsteht wirklich wieder was beim HSV. Der Zusammenhalt ist groß und dieser ganze Fall Mario Vuskovic, über den man wahrscheinlich 10 Podcasts aufnehmen könnte und immer noch nicht alle Facetten beleuchtet hätte, der schweißt diese Truppe wirklich zusammen. Ja, ich habe einen ähnlichen Gedanken gehabt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich musste direkt an Bakary Jatta und diese heftigste Zeit damals für ihn, wo auch alle sehr eng zusammengerückt sind. Daran musste ich als erstes denken. Was kann so eine Aktion, wo aus der Mannschaft heraus ja das entschieden wird, dass man jetzt mit dem Direktflieger zack nach Split fliegt und ihn überrascht und was kann so eine Aktion für die Mannschaft auch vielleicht sportlich bedeuten? Ja, ich bin wirklich
wirklich sehr gespannt, wie die kommenden Wochen danach aussehen werden. Und ich bin mir auch sicher, dass wir so eine Art Vuskovic-Tabelle immer wieder im Hinterkopf verfolgen werden. Ich glaube schon, dass dieser Fall sich wirklich einbrennt in die Köpfe der Spieler und dass sie das nicht nur so daher sagen, sondern dass sie wirklich jetzt für Mario auch die Spiele gewinnen wollen, dass sie immer wieder vor Augen haben, hey, er ist fester Bestandteil dieses Teams. Wir wollen für ihn jetzt diesen Aufstieg packen oder zumindest die Spiele gewinnen, um ihm irgendwie zumindest ein gutes Gefühl zu geben, was den HSV betrifft. Mehr können die Spieler ja ehrlicherweise nicht machen. Und ich bin wirklich positiver Dinge, dass so schwierig es für Mario jetzt ist, diese ganze Situation, aber ich bin positiver Dinge, dass sein Fall und auch sein Urteil vor allem zum sportlichen Erfolg des HSV tatsächlich beitragen kann. Das klingt jetzt ehrlicherweise fast ein bisschen zu romantisch oder zu schön, als es wirklich in diesem eiskalten Profigeschäft wahr sein kann, aber nochmal, die Aktion war super. Trotzdem die Gretchenfrage, ne? Wie geht es denn mit Vuskovic jetzt nach dieser Entscheidung, die ja sehr niederschmetternd für ihn, für den HSV, für alle Fans war? Wie geht es mit ihm weiter? Ja, zunächst einmal muss er für sich und auch mit seinen Anwälten klären, ob er jetzt doch nochmal rechtliche Mittel einlegt vom Schweizer Bundesgericht. Das wäre die allerletzte Instanz. Dort würde aber sein Verfahren nicht noch einmal neu aufgerollt werden. Es gäbe keine neue Beweisaufnahme, sondern es ginge lediglich darum, mögliche Verfahrensfehler des Internationalen Sportgerichtshofs zu überprüfen. Das ist aus meiner Sicht nicht mal mehr der Griff nach dem letzten Strohhalm. Das ist weniger als ein Strohhalm. Es ist fast ein Griff nach Luft. Ich persönlich würde denken, auch für ihn, um mental damit jetzt mal auch ja die Situation verarbeiten zu können, jetzt auch mal das Urteil, so hart es klingt, aber zu akzeptieren, weil er wird sehr wahrscheinlich daran nichts mehr rütteln können. Die 4-Jahressperre wird nicht mehr aufzuheben sein. Er wird sie absetzen müssen. Und ich glaube, dass er auch vor allem mental die Situation besser verarbeiten kann, wenn er jetzt auch mal den, ja, seine Situation so annimmt und irgendwie versucht, das Beste draus zu machen, aber sich nicht noch an Sachen zu klammern, die eigentlich völlig aussichtslos sind. Gleichzeitig muss sich der HSV natürlich Gedanken machen, wie er mit dem Fall umgeht. Und sehr wahrscheinlich wird der Verein ihn kündigen müssen. Das liegt ganz einfach daran, dass der Vorstand einer Vermögensbetreuungspflicht nachkommen muss. Jetzt sorgt dieses Wort möglicherweise für Fragezeichen in dem einen oder anderen Kopf der Hörer. Aber vereinfacht gesagt heißt es, dass Stefan Kunz und Erik Huber persönlich möglicherweise haftbar wären, wenn sie Mario Vuskovic weiter an sein Gehalt bezahlen, so wie es bisher der Fall war, immer. Unter dem Hintergrund, dass Mario Vuskovic nicht in der Lage ist, seine Verpflichtung des Arbeitsverhältnisses einzuhalten. Er darf weder trainieren noch dafür spielen. Und deswegen können sich Stefan Kunz und Erik Huber tatsächlich persönlich strafbar machen, wenn sie ihm weiter Gehalt zahlen. Und die wahrscheinlichste Variante ist, dass man ihn deshalb kündigen muss. Trotzdem, und das kaufe ich den Verantwortlichen auch ab, will man ihn weiter unterstützen, auch finanziell. Und ich bin sehr gespannt, was sich der Verein einfallen lässt. Möglicherweise gibt es ja einen neuen Vertrag für Vuskovic in ganz anderer Funktion. Da sind jetzt kreative Köpfe im Volkspark gefragt. Ja, da habe ich aber direkt mal eine Frage an den kreativen Kopf von dir. Nämlich, er darf hier nicht spielen, das habe ich verstanden. Also er darf nirgendwo spielen, er darf nicht trainieren. Was ich mich frage, dürfte er, wenn ich es richtig verstanden habe, er dürfte auch nicht zum Beispiel als Jugendtrainer beim HSV arbeiten, korrekt? Genau, er darf sich tatsächlich nicht auf diesen offiziellen Trainingsplätzen aufhalten und auch nicht in so einer Art Alibi-Funktion wie Jugendtrainer, weil natürlich könnte er auch dann irgendwo mit ins Mannschaftstraining eingreifen. Das ließe sich nicht mehr so klar trennen und deswegen ist auch das verboten. Es ist natürlich dadurch viel mehr als einfach nur eine sportliche Sperre. Es ist im Prinzip ein Berufsverbot für 4 Jahre und wahrscheinlich sogar ein Berufsverbot, das dazu führt, dass er seine Karriere nicht mehr auf dem Niveau fortsetzen kann. Denn wer 4 Jahre raus ist, der hat es einfach unglaublich schwer, zurückzukommen. Wenn ich es einem zutrauen würde, dann wäre es tatsächlich dieser Kämpfertyp Mario Vuskovic. Aber das lässt sich wirklich Stand jetzt überhaupt nicht prognostizieren. Jetzt mal völlig unabhängig von der Schuldfrage, ist das wirklich eine extrem harte Sperre. Das muss man einfach mal so sagen. Also du hast es eben ja selber gesagt, das Wort, das ist ein Berufsverbot. Dass ein 20, 21, 22-Jähriger, dem eigentlich, also nicht nur Fußball zu verbieten, sondern auch als Trainer zu arbeiten und ähnliches. Letzte Frage vielleicht zu Vuskovic. Dürfte er, wenn der HSV so kreative Ideen haben muss, dürfte der denn in der Marketingabteilung arbeiten zum Beispiel? Oder weiß ich auch nicht, im Ticketing oder sowas. Ist das erlaubt? Ja, das dürfte er auf jeden Fall. Ist die Frage, inwiefern er da einen Mehrwert darstellen kann. Aber wie gesagt, ich bin mir wirklich sehr, sehr, sehr sicher, dass der HSV auch nicht nur einfach seine Kündigung verkünden wird, sondern gleichzeitig auch
ja, der Plan, wie man ihn auch finanziell die nächsten 2 Jahre unterstützen will. Ja, das bleibt auf jeden Fall extrem spannend. Ich habe es aber schon gesagt, Vuskovic war jetzt nicht das einzige HSV-Thema in dieser Länderspielpause. Du warst am Donnerstagnachmittag beim Geheimtest gegen Holstein Kiel, der so geheim dann ja am Ende des Tages doch nicht war, weil zumindest du durftest halt dabei sein. 0-1 ist es ausgegangen. Wie war das Spiel? Ja, es war ehrlicherweise relativ ereignislos. Trotzdem gab es ein paar spannende Personalien, die das Spiel mit sich gebracht hat. Zum einen ist Matteo Raab nach seiner Lungenentzündung zurück, hat sein Comeback gegeben, stand heute über die gesamte Spielzeit im Tor, ist wieder komplett fit, hat allerdings seinen Stammplatz verloren. Das weiß er auch. Er muss sich jetzt wieder hinten einreihen hinter Daniel Heuer-Fernandes. Und die, ja, natürlich noch spannendere Personalie ist natürlich das Debüt von Lucas Perrin, dem neuen Abwehrspieler, der auch Mario Vuskovic jetzt ersetzen soll beim HSV. Was uns alle ein bisschen überrascht hat, war das, was wir hinterher im Gespräch mit ihm erfahren haben, nämlich, dass er nicht nur nicht mehr spielen durfte für Straßburg, sondern dass er nicht mal mehr trainieren durfte. Auch er durfte nur noch individuell sich fit halten, ähnlich wie Mario Vuskovic, nur natürlich deutlich kürzer und nicht wegen einer gerichtlichen Sperre. Aber dadurch fehlt ihm natürlich total ja, die körperliche Fitness, um jetzt direkt eine Sofortverstärkung zu sein. Steffen Baumgart sagte hinterher, er befindet sich im Aufbautraining und fasste damit eigentlich treffend zusammen, was wir die nächsten Wochen von ihm erwarten können, nämlich ein steigerndes Pensum. Er kam heute nur 45 Minuten gegen Kiel zum Einsatz. Ich gehe nicht davon aus, dass er im nächsten Heimspiel gegen Regensburg in der Startelf stehen wird. Und wahrscheinlich wird er auch noch generell ein bisschen Zeit brauchen, um seinen Rückstand, den er zwangsläufig aus Straßburg mitbringt, wieder aufzuholen. Ich habe natürlich deinen Text, den du nach dem Testspiel geschrieben hast, direkt online gelesen. Und von der einen, ein Zitat, was du ihm entlockt hast, ganz, ganz spannend, dass er am 29. August, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nachts den Anruf von Klaus Koster, vom Sportdirektor des HSV, bekommen hat, direkt gesagt hat: Ja, mache ich. Und am 30. August war er dann auch schon in Hamburg, hat unterschrieben und der Deal war in trockenen Tüchern. Das heißt ja auch so ein bisschen ehrlicherweise, war ein schöner Einblick, finde ich, so in diese Deadline-Day-Thematik. Wenn man jetzt ehrlich ist, ist jetzt Lucas Perrin, der hoffentlich eine schöne Verstärkung für den HSV ist, hat viele Erstligaspiele in Frankreich gemacht. Aber das ist nicht das Produkt eines jahrelangen Scoutings, wo man jetzt mit der Familie gesprochen hat und den besten Freunden und dem Lehrer und jeden Grashalm nochmal untersucht hat, über den er gelaufen ist. Also da ist man kurz vor Transferende nochmal hat eine gute Idee gekommen und am Ende des Tages war er dann hier und hat unterschrieben, oder? Also ich bin mir sehr sicher, dass die Idee bereits in der Schublade der Scouting-Abteilung lag und dass auch Klaus Koster den Namen Lucas Perrin schon vor seinem Anruf bei dem Spieler selbst, nämlich vor dem 29.08. im Kopf hatte. Gleichzeitig hat man diesen Plan aber nicht so konkret verfolgt, als dass man den Spieler auch kontaktiert hat. Das kam dann wirklich erst relativ spät. Man hat tatsächlich auch bis kurz vor knapp darauf gehofft, dass Mario Vuskovic doch noch freigesprochen wird und Stefan Kuntz hatte mal so bezeichnenderweise gesagt, solange er auch nur 10% die Hoffnung hat, dass Vuskovic zurückkehrt, wird er keinen neuen Spieler verpflichten. Und ich glaube, das erklärt, weshalb man Luka Perra noch nicht kontaktiert hatte. Trotzdem hatte man sich mit dem Spieler schon vorher im Volkspark beschäftigt. Man wusste um die Situation, auch um die Investorengruppe Blue Co., die auch Chelsea besitzt, und die nur noch junge Spieler um die 20 Jahre verpflichtet, bei denen Luka Perra mit 25 Jahren bereits als zu alt gilt. Eigentlich völliger Wahnsinn, kann man gar nicht nachvollziehen. Aus neutraler Sicht. Und ja, dann ist es natürlich einer dieser schönen Deadline-Day-Transfers gewesen. Er kam wirklich dann last minute hier in Hamburg an, hat noch schnell seinen Medizincheck bestanden, hat nicht mehr mit Steffen Baumgart vorher gesprochen, weil ihm aber auch direkt gesagt wurde, der spricht sowieso kein Englisch, wir haben dem Video von dir gezeigt und passt alles. Und das hat er dann für sich auch so akzeptiert. Ja, schon irgendwie eine schöne Geschichte, wie er hergekommen ist. Ja, dass Steffen Baumgart kein Englisch spricht, auch das habe ich in deinem Text zum ersten Mal durch deinen Text zum ersten Mal erfahren, fand ich auch ganz spannend. Gibt ja den einen oder anderen, der nicht so gut Deutsch spricht, also spannendes Detail. Da wir Entschuldigung, unseren Gast heute nicht zu lange warten lassen wollen, nochmal jetzt ganz schnell im Schnellgalopp sozusagen. Marco Richter ist auch neu. Wie war da der erste Eindruck? Hatte wenig Szenen heute, eine Torchance direkt am Anfang, knapp am Tor vorbeigezogen, muss sich noch steigern, hat aber, das sieht man im Training auf jeden Fall, eine herausragende Schusstechnik, die so auch kein anderer Spieler im Kader hat, also bringt definitiv ein neues Element, das die Mannschaft auch bereichert.
Nicht dabei ist Emir Saidi, der ja auch neu ist, weil er auf Länderspielreise ist. Hast du dich über den auch schlau gemacht? Also was muss man über den wissen in, sagen wir mal, 3 Sätzen? Ich habe mich über ihn schlau gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das alles jetzt hier so im Podcast sagen sollte, weil es ehrlicherweise nicht unbedingt die schönsten oder die lobendsten Worte über ihn waren, die ich so mitbekommen habe. Also was ich so hörte, ist, dass Hajduk Split gar nicht so unglücklich darüber ist, dass er dort gegangen ist. Trainer Gattuso war jetzt auch nicht der größte Fan von ihm und war unzufrieden mit seiner Entwicklung. Man ist eigentlich ganz happy, dass man da auch den klaren Cut gemacht hat. Und ich will das aber nicht 1:1 auf den HSV übertragen. Er hat hier natürlich alle Möglichkeiten, um sich in den Vordergrund zu spielen. Okay, spannend. Hoffen wir trotzdem natürlich erstmal das Beste, dass das einer ist, der den HSV verstärkt. Allerdings muss ich auch sagen, ich war überrascht, dass sie ihn geholt haben, nachdem Marco Richter verpflichtet worden ist, weil jetzt mit Richter, mit Saidi, ist da in der Offensive ja wirklich ein Hauen und Stechen. Und das könnte auch Auswirkungen haben auf einen jungen Mann, über den wir gleich ganz viel sprechen wollen, der mir persönlich bislang jetzt in den Spielen, die ich gesehen habe, mit am besten gefallen hat, nämlich über Fabio Baldé, der nicht nur irgendwie mein Herz gewonnen hat, sondern die meisten Herzen der HSV-Fans. Der hat jetzt auch beim Startelf-Debüt gegen Preußen Münster bei dem 4-1-Sieg direkt wirklich sehr, sehr stark gespielt. Das erste Tor wunderbar vorbereitet. Trotzdem muss man sagen, für den wird es jetzt echt schwer da vorne, oder? Einen Platz zu bekommen. Auf jeden Fall. Es ist ein Hauen und Stechen, gerade in der Offensive beim HSV. Der Konkurrenzkampf ist enorm. Keiner kann sich sicher sein. Sobald man schwächelt, fliegt man aus der ersten Elf. Ich glaube, dass Baumgart da wirklich auch sehr viel rotieren wird. Marco Richter, seine Lieblingsposition ist die 10. Also für mich auch ein klassischer Zehner, der dann auch so auf die 9,5er-Position auch mal in die Spitze rückt. Saidi kommt eher über die Außenposition. Also ich denke, dass Saidi der größere Konkurrent für Fabio Baldé ist. Und wahrscheinlich hat man auch mit Saidi schon mal auch der Situation um Jean-Luc Dompé vorgegriffen. Sein Vertrag läuft aus in einem Jahr. Man ist unzufrieden, dass er permanent verletzt ist, immer wieder unter kleinen Wehwehchen leidet und eigentlich nie eine komplette Saison durchspielen kann. Ja, für Baldé sind das die Hauptkonkurrenten, Saidi und Dompé. Und da muss er sich durchsetzen. Ja, und natürlich wollen nicht nur wir beide über Baldé fachsimpeln, sondern wir haben uns hier extra einen Experten hier in den Podcast eingeladen und der ist uns auch jetzt zugeschaltet. Ja, moin Carsten Kuba nach Maspalomas auf den Kanaren. Hi Carsten, erklär mal ganz kurz, warum wir dich weit, weit weg von Hamburg hier erwischen. Ja, grundsätzlich habe ich mir gesagt, nach einem Sieg gegen den HSV muss man immer in den Urlaub. So habe ich es gemacht, so hat es die Mannschaft vollbracht. 7-2 Sieg gegen die dritte Mannschaft HSV in der Oberliga Hamburg und dann habe ich mich mal für ein paar Tage aus dem Staub gemacht auf meine Lieblingsinsel. Auf deine Lieblingsinsel nach Gran Canaria und ja, für uns umso schöner, dass du trotzdem ein paar Minuten Zeit hast, anstatt an den Strand zu spazieren. Vor allem hast du deswegen jetzt Zeit genommen, weil als wir dich angeschrieben haben, dass wir ganz gerne mit dir einen Podcast aufnehmen wollen würden, vor allem über Fabio Baldé, der ja ein tolles Startelfdebüt hatte, am vergangenen Wochenende beim 4-1-Sieg, hast du sofort gesagt, ja, ich bin zwar im Urlaub, aber klar, für Fabio Baldé habe ich ein paar Minuten Zeit und vielleicht kannst du einmal ganz kurz zu Beginn gleich unseren Hörern erklären, warum du als ehemalige HSV-Legende, was du eigentlich mit Fabio Baldé am Hut hast. Ja, wir haben damals 2019 Fabio Baldé vom FC Süderelbe zu Vorwärts Wacker geholt. Ich bin damals Nachwuchskoordinator gewesen beim SC Vorwärts Wacker 04 Billstedt. Wir sind damals in die Regio aufgestiegen. Das war für uns eine ganz besondere Sache. Das erste Mal Regionalliga für eine Jugendmannschaft. Das hat es über 10 Jahre bei Vorwärts Wacker nicht gegeben. Und dementsprechend haben wir dann aus dem Raum die besten Spieler gesammelt. Und da war auch Fabio Baldé dabei, um dann in unserer C-Regio-Mannschaft Fuß zu fassen und ja, Eindruck zu schaffen. Das heißt, ihr habt ihn so richtig gescoutet vorher, so wie man das auch bei den Profis kennt, oder wie seid ihr auf ihn gestoßen? Ja, es geht ja in dem Bereich auch nicht mehr anders, ne? Dementsprechend ist ja auch dann der weitere Verlauf bei Fabio gewesen, dass er dann auch vom HSV gescoutet wurde und dort dann auch ins Nachwuchsleistungszentrum gewechselt ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ganz kurz zusammengefasst, die gleichen Attribute, die er am Wochenende gebracht hat, das waren auch seine Stärken bei uns. Schnelligkeit, Tempo, mutig spielen, was er jetzt natürlich auch gemacht hat. Und
gefällt mir sehr gut und ist immer eine tolle Geschichte für den ganzen Verein, weil wir als Verein, wir leben hier so eine Vorwärts-Wacker-Familie. Und wenn dann natürlich einer so rausschießt wie der Fabio jetzt, das bestätigt unsere starke Nachwuchsarbeit im Hamburger Osten. Tatsächlich seid ihr ja im Hamburger Osten eine richtige Nummer. Ich würde trotzdem gerne noch einmal auf Stefans Frage sozusagen aufsatteln. Wie funktioniert sowas in der C-Jugend? Also bist du oder ist ein Kollege von dir dann auf irgendeinem Jugendplatz, sieht diesen einen Kicker und sagt, boah, der ist aber schnell, sprichst ihn dann direkt an, sprichst du die Eltern an, einer von euch, wie funktioniert sowas in so jungen Jahren im Nachwuchsbereich? Nein, wir müssen uns ja da an die vorgegebenen Regularien halten. Das ist ja ganz klar. Der Hamburger Fußballverband hat diverse Regularien vorgegeben, dass man erst den Verein in Kenntnis setzt und dann das Weitere in die Wege leitet. Na klar, wir halten uns da komplett an die Regularien und so ist es dann auch bei Fabio gewesen. Dann kam das Gespräch mit den Eltern, mit dem Spieler. Das ist ja immer wichtig, dass man auch mit den Eltern redet, um dementsprechend denen auch das Gefühl zu geben oder die Chance zu geben, sich bei uns wohlzufühlen, sich bei uns weiterzuentwickeln. Und so ist der ganz normale Weg im Jugendbereich. Kannst du dich noch an deine erste Begegnung mit Fabio erinnern und welchen Eindruck hat er da auf dich gemacht? Naja, wir hatten ja, die erste Begegnung ist gut, wir hatten ganz, ganz viele Begegnungen, weil die Jungs sind immer zu mir ins Auto gestiegen. Ich habe sie immer zurückgefahren vom Trainingsplatz im Öhendorfer Weg zum Hauptbahnhof. Das waren immer so die Momente nach dem Training, wo man dann auch mal ein bisschen privat sprechen konnte, wo man dann auch mal, ich sage jetzt einfach mal nicht den Namen, aber einfach in so eine Burgerbude gefahren ist und nochmal ein bisschen privater das Ganze angegangen ist. Und so waren dann die ersten Begegnungen. Und dementsprechend ist immer wichtig, wie gesagt, das Elternhaus, der Spieler an sich, der Willen des Spielers. Und das war bei Fabio halt alles gegeben. Wenn wir uns so beim HSV umhören, dann sagen eigentlich die meisten aus dem Nachwuchsbereich, dass Fabio eigentlich ein klarer Kopf ist, dass der keine zu großen Flausen im Kopf hat, dass man das, ja, einfach ein guter Junge, würde ich jetzt mal zusammenfassend sagen. Kannst du das bestätigen aus deinen Anfangsjahren? Ja, das war ja im Endeffekt das, was ich schon zum Eingang gesagt habe, dass Fabio ein guter Junge ist und ehrgeizig ist und auch das Elternhaus dahinter steht. Und wir haben ja noch einen in der U19 mit dem Amer Buljubasic, wo genau das Gleiche gegeben ist und wo ich natürlich hoffe, dass der sich auch durchsetzt. Aber wie gesagt, wir sind in den 2005er, 2006er Jahrgang stark präsentiert. Nächstes Beispiel, Tyler Dogan bei Holstein Kiel hat einen Profivertrag unterschrieben. Dann haben wir einen Max Herrmann, der bei St. Pauli ist, der auch einen Profivertrag unterschrieben hat. Also alles mit Vorwärts-Wacker-Vergangenheit. Und wie gesagt, das macht uns stark und das ist unser Weg und den gehen wir weiter. Im Endeffekt wird ja die Basis für das Profi-Dasein dann ja auch schon in so Vereinen wie Vorwärts Wacker dann auch gelegt oder im Fall von Fabio ja in jedem Fall. Inwiefern konntet ihr ihn auch schon auf diese Drucksituation Fußballprofi vorbereiten? Also war damals schon für dich absehbar, der Junge kann das schaffen, alle zwei Wochen vor 50.000 im Volksparkstadion zu spielen? Es ist ja nicht so einfach, man muss das ja auch mental, man muss da klar im Kopf bleiben. Wie schaffen wir es vielleicht auch, ihn dazu zu bringen, dass er nicht abhebt, wenn er mal ein, zwei gute Spiele gemacht hat? Wie geht dir sowas an? Ja, okay, ich denke mal, da sind wir schon etwas weiter zurück, weil das war C-Jung Regio, da kann man sich nur auf hohem Niveau etablieren als junger Spieler. Da kann man als Trainer oder als Manager oder als Begleiter sehen, dass der Junge das Potenzial hat. Aber wie gesagt, das wird dann im Endeffekt verletzungstechnisch muss er heil durchkommen und dementsprechend muss er dann auch die richtigen Trainer haben, die ihn aufbauen, die ihm vertrauen, die mit ihm reden, was bei uns immer gewährleistet war, ganz klar. Aber wie gesagt, der wichtigste Bereich ist B-Jugend, dann kommt der nächste Schritt in die A-Jugend. Das wird ja jedes Jahr, gibt das ja irgendwelche Gespräche, wo der Spieler ausgewertet wird, was er für Stärken hat, wo er sich noch verbessern muss. Das ist nicht so wie bei mir früher, wo ich dann in der A-Jugend vom VfB Lübeck zum HSV gewechselt bin und alles etwas anders und lockerer war. Hat irgendeine Rolle gespielt, dass du so eine lange HSV-Vergangenheit hast? Du hast weit über 200 Bundesligaspiele gemacht. Hast du irgendwann beim HSV angerufen, aus alter Verbundenheit, hast gesagt, passt mal auf, wir haben ja eine Granate in der C-Jugend, guckt euch den mal an, oder war es umgekehrt? Ist der HSV auf dich zugekommen oder auf euch zugekommen, hat gesagt, boah, wir haben den ja gesehen und der ist super. Wir würden gerne mal mit ihm Gespräche führen, mit deinen Eltern. Wie war die Reihenfolge? Nein,
Grundsätzlich ist es ja so, dass der Scout vom HSV für den C-Jugendbereich, auch für den B-Jugendbereich, die sind natürlich immer auf den Regionalliga-Plätzen vertreten und ein Fabio Baldé fällt natürlich schnell auf und dementsprechend ist der Kontakt dann auch zustande gekommen und ja, und der Wechsel dann dementsprechend auch. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, dass es auch gerade für euch als kleinen Verein dann auch eine richtig schöne Geschichte ist, dass so einer wie Fabio Baldé bei euch ausgebildet dann jetzt beim HSV so die ersten Schritte des Profidaseins macht. Bekommt eigentlich so ein Verein wie Vorwärts Wacker dann auch eine Entschädigungssumme dafür, dass Fabio dann ins NLZ vom HSV wechselt? Ja, es gibt eine kleine Entschädigungssumme natürlich, aber das ist doch nicht unser Weg. Das eine ist das Geld und das andere ist der Junge, wie der sich entwickelt und viele, viele sind ja immer noch da, die ihn damals trainiert, betreut, gesehen haben. Und das ist das Schöne bei unserem Verein. Es ist jeder da, der ihm das absolut gönnt. Und ja, so soll es weitergehen, wie er jetzt am Wochenende, wie er sich präsentiert hat. Wie gesagt, das sind seine Stärken. Ist doch ganz klar. Ich kenne das doch selber. Die Heimspiele sind immer etwas einfacher als die Auswärtsspiele. Und er wird von der Kulisse getragen. Und wenn ich das Ganze drumherum sehe, dann haben die Zuschauer ihn schon absolut ins Herz geschlossen. Der Trainer dann glücklicherweise auch. Und er wird gerne, und ich würde mich freuen, wenn er seinen Weg so in der Form fortsetzt. Du hast ja selbst gesagt, zwischen der C-Jugend und dem Profi-Dasein ist es ein langer Weg. Ne? Also jedes Jahr geht es weiter, B-Jugend, A-Jugend. Du musst immer harte Cuts mitmachen. Trotzdem, du hast so viele Bundesligaspiele gehabt. Du hast ja ein Gefühl dafür, kann das ein Junge schaffen oder nicht. Ganz ehrlich, hast du damals schon in der C-Jugend das Gefühl gehabt, der Junge wird es packen? Oder ist da einfach so viel Zeit dazwischen, dass man sich diese Einschätzung selbst verbietet sozusagen? In der heutigen Zeit sind natürlich mehrere Faktoren von außen, mehr als früher, dass man abgelenkt wird, dass man nicht so fokussiert ist. Gerade in dem Alter mit 14 kann das dann natürlich schon mal passieren. Dann kommt die Freundin dazu, da kommt vielleicht eine Zigarette dazu, dann kommt vielleicht das erste Bier dazu. Dann hat man einen Berater im Rücken, der auch nicht unbedingt immer das Beste für den Spieler will, so wie man das sieht. Und das ist wirklich schwer vorauszusehen, das Ganze. Natürlich, er hat Potenzial, er hat Möglichkeiten gehabt, er hat das Talent gehabt, aber ich sag mal, der größte Teil der Ausbildung, den hat der HSV dann selber geschafft. Und das ist doch einfach mal toll, dass so ein Spieler, der aus der B-Jugend, aus der A-Jugend beim HSV den Weg nach oben geschafft hat. Das hat es doch lange nicht gegeben. Und ich freue mich total auch für den Trainer, dass der das jetzt einfach, dass er ihm die Chance gibt und dass er ihn halt nicht fallen lässt. Dass er ihm einfach sagt, pass auf, Fabio, du bist insofern, du kriegst deine Einsätze hintereinander weg. Hat er jetzt jedes Spiel gemacht. Und das ist immer das Wichtigste für den Spieler. Auch wenn die Aktionen manchmal nicht so gut sind. Tatsächlich sieht es ja so aus, dass genau das eben nicht passieren soll, nämlich Fabio fallen zu lassen. Da hängt ja auch Stefan Kunz noch mit dran, der auch in dieser Saison großen Wert darauf legt, dass auch Nachwuchsspieler stärker herangeführt werden an die Profimannschaft, dass die Durchlässigkeit erhöht wird. Fabios größte Stärke, du hast es ja auch schon angesprochen, ist sicherlich sein Tempo. Wir haben ja auch mal eine Geschichte gemacht über ihn und seine sprintstarke Familie. Da gehört ja auch seine Cousine Vanessa noch mit dazu, die Hürdenläuferin ist auch beim HSV, die von Olympia träumt. Beide sind zusammen aufgewachsen. Wenn du dich jetzt an den kleinen Fabio erinnerst, als er noch bei Vorwärts Wacker war, er muss ja in der Jugend allen davongelaufen sein. Kannst du uns einmal mitnehmen? Kannst du das beschreiben, wie das damals ausfiel? Wie viele Meter hat er seinen Konkurrenten abgenommen auf 100 Meter? Oder inwiefern war das in der Jugend halt noch auffälliger zu sehen als schon bei den Profis? Naja, das Spannende ist ja im Endeffekt, damals war die C-Regionalliga noch etwas anders aufgeteilt. Du hast noch gegen die Bundesliga, C-Jugend-Bundesliga-Mannschaften gespielt, Werder Bremen, VfL Wolfsburg, Hannover 96. Und da war es im Endeffekt so, dass die schon Fabio mit zwei Mann dann verteidigt haben. Einer hat versucht, vorher an den Ball zu kommen, einer hat hinten abgesichert. Und da in diesen Spielen gegen die Spitzenmannschaft von oben ist es halt nicht ganz so deutlich geworden. Ne? Aber dann natürlich gegen die Mannschaften, mit denen wir auf Augenhöhe waren, war es absolut präsent, dass einfach der Ball in die Gasse kam und Fabio ist dann in den Raum gegangen oder hat auch selbst mit dem Ball eine Menge versucht, hat sich die Bälle teilweise von hinter der Mittellinie geholt, was er nicht machen sollte, aber dementsprechend mit seiner Motivation hat er das gemacht und hat versucht, immer wieder nach vorne Akzente zu setzen. Du hast ja eben schon von möglichen Störfaktoren auf dem Weg zum Profidasein gesprochen, die erste Zigarette, die erste Freundin, das erste Bier, der erste Berater etc. Wie ist das in der C-Jugend? Tummeln sich bei euch dann schon am Trainingsplatz, am Wochenende, am Spielplatz auch Berater, die mit den Jungs direkt versuchen, Kontakt aufzunehmen? Oder kommt das erst einen Ticken später?
Was haben die Jungs schon Berater? Das ist ja immer das Spannende. Wie gesagt, ich hatte ja immer die Strecke vom Trainingscamp bis zum Hauptbahnhof. Das waren so 15, 16 Minuten. Und das Erste, was die Jungs dann immer gemacht haben, war natürlich nach dem Training mit dem Berater telefoniert. Und ja, die Gespräche möchte ich jetzt nicht so wiedergeben, aber da ging es halt schon mal. Und ne, der hat neue Schuhe gekriegt, kriege ich auch neue Schuhe. Und wie ist das? Und ne, was kannst du noch für mich tun? Und ne, das war immer schon eine ganz spannende Geschichte. Und wie gesagt, ich glaube, es wusste von den Jungs ganz, ganz spät erst einer, dass der Kollege, der da vorne gefahren ist, über fast 300 Pflichtspiele für den HSV gemacht hat. Fabios großer Traum war es ja immer, Fußballprofi zu werden. Schon als Kind stand das für ihn fest und ich hatte die Ehre, dann auch mich mit ihm und seiner Cousine unterhalten zu dürfen. Sie hat das auch nochmal bestätigt, dass ihr immer klar war, schon als kleiner Lütte, Fabio will Fußballprofi werden. War dir das denn auch immer so klar, als er zu euch gekommen ist, von wegen, der Junge kann es tatsächlich schaffen, der hat sich das in den Kopf gesetzt und der packt das auch? Ja, er war sehr fokussiert. Das hat man vom ersten Moment an gemacht. Also ich kann mich auch nicht an irgendeine Trainingseinheit erinnern, die er gefehlt hat. Er wollte immer trainieren, hat teilweise dann auch noch mehr gemacht. Und das sind ja auch die Voraussetzungen. Und wir haben ihn halt laufen lassen. Wir haben ihn nicht in irgendwelche Systeme eingebündelt, sondern wir haben es einfach so gemacht mit seinen Stärken, dass man dem Spieler die Stärken nicht beraubt, sondern dass man einfach die Stärken ausleben lässt. Und das war halt das Gute, auch wenn er sich zwei, dreimal festgelaufen hat. Er hat das ein viertes Mal versucht und dementsprechend beim vierten Mal ist er dann durchgekommen. Und das ist ja so das, was bei uns so an der Tagesordnung ist. Wir sind ein absoluter Ausbildungsverein. Wir haben jedes Jahr, ich sage jetzt mal 6 bis 8 Jungs, die wir in die Nachwuchsleistungszentren schicken können und schicken dürfen. Und das ist unser Weg. Und wir haben es jetzt geschafft, auch mit der A-Regio, die wir jetzt das dritte Jahr betreiben, auch immer wieder in die Liga, jetzt in die Oberligamannschaft, 5, 6 gestandene Spieler, A-Jugendspieler einzubinden. Und das ist das Positive. Wie gesagt, der Weg, den der Vorstand vorgibt, ich als Präsident bin da natürlich ganz vorne dabei und unterstütze, wo es nur geht. Stefan hat es schon mehrfach angesprochen, die Geschwindigkeit von Fabio. Der HSV hat die natürlich auch gemessen, tatsächlich mit 36,4 Stundenkilometern Spitzengeschwindigkeit ist er der schnellste im Kader. Was mich mehr interessiert, weißt du noch deine 100-Meter-Zeit aus deiner Profizeit? Ja, klar, 11.2. Boah, 11.2 ist aber auch mega stark. Also, ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich jetzt in meine alte Schule gehe, Gymnasium am Mühlenberg in Bad Schwartau, da steht immer Schulrekord. Ich glaube, da stehe ich noch. Aber 11.2 wäre auch heute in der Bundesliga eine mega gute Zeit, ehrlicherweise. Ja, muss ja, waren ja meine Stärken. Ne? Schnelligkeit, Kopfballstärke, Zweikampf natürlich und eine gesunde Härte natürlich. Da konntest du Fabio ja auch noch was mitgeben dann, ne? Dann ja, das muss er lernen. Das wird er automatisch lernen, dass er die Stärke dann in den Zweikämpfen kriegt, sich zu behaupten und dass er auch mal Körper an Körper sich durchsetzt. Mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich weiß ja, dass du den HSV sowieso verfolgst. Du bist ja sogar vor ein paar Jahren, hast du mal überlegt, ob du dich in den Aufsichtsrat wählen lassen wollen würdest. Also du verfolgst den HSV weiterhin. Ist das jetzt für dich, wo ihr sozusagen einen Jungen aus eurem Verein in der Mannschaft habt, guckst du jetzt die Spiele noch intensiver? Du warst jetzt im Urlaub, hast du aus dem Urlaub heraus das Spiel irgendwie auf Sky verfolgt und dich gefreut über die Vorlage? Oder wie hast du das Spiel am Wochenende verfolgt? Ja, natürlich, man verfolgt das schon, natürlich nicht im Fernsehen, weil im Urlaub muss man nicht unbedingt aufs Handy dauerhaft gucken und irgendwelche Spiele sehen. Das ist hier ganz entspannt. Für mich, ich verfolge die zweite Liga sowieso aus vielen Gründen, weil da eine Menge Jungs sind, mit denen ich zusammen gespielt habe, die mir über den Weg gelaufen sind, wie ein Danny Thune, mit dem ich ein super Verhältnis habe in Düsseldorf, wie ein Horst Steffen aus Elversberg, mit dem ich in der U21-Nationalmannschaft war. Deswegen interessiert mich die zweite Liga allgemein und ich freue mich immer, wenn man einfach taktische Kniffe sieht, die diese Trainer dann umsetzen können auf die Mannschaft das dann wieder weiterbringt. Das ist einfach klasse und dementsprechend gehört der HSV auch immer dazu. Ich bin 2, 3 Mal pro Halbjahr im Stadion und treffe viele alte Bekannte und da ist natürlich auch einiges an Fachsimpelei dabei. Als du in der Statistik nach dem Spiel dann gesehen hast, welcher 19-Jährige das 1:0 vorbereitet hat, da kam dir wahrscheinlich ein kleines Lächeln auf dem Gesicht, oder? Nein, schon beim Live-Ticker, als ich das gesehen habe. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, alles gut. Das ist dann einfach pure Freude, ne? Weil man gönnt dem Jungen das. Man ist voll mit dabei und das ist einfach klasse.
Dann musst du uns gegen zum Ende des Gesprächs zwei Sachen prognostizieren. Zum einen, wie geht es mit Fabio in der Saison weiter? Weil man muss ja auch sagen, es werden natürlich auch Rückschläge kommen. Der HSV hat mit sehr viel Geld eingekauft, auch auf seinen Positionen, auf den Flügeln. Also das wird jetzt nicht so weitergehen, dass er jedes Spiel von Anfang an spielt. Was glaubst du, was wäre für Fabio eine gute Saison? Und die zweite Frage, ja, die Frage, die wir jedes Jahr stellen, ehrlicherweise, wie geht es mit dem HSV in der Saison aus? Ja, vielleicht ist es jetzt mal ganz gut, dass der Start nicht so gut war, ne? Dass die ersten drei Spiele teilweise ein bisschen holprig waren, aber man kann das immer nicht sehen. So eine Saison hat so viele Verläufe, so viele Ups und Downs und wie gesagt, bis jetzt war es ja immer so, bis zum Winter war es gut und danach wurde der Druck erhöht und dann wird es schlechter. Also ich kann da gar kein Urteil abgeben. Für Fabio würde ich einfach nur sehen, dass er möglichst viele Einsätze sammelt, dass er, was weiß ich, vielleicht über 20 Einsätze kommt. Das wäre super, dass er gesund bleibt. Er muss nicht immer von Anfang an kommen, aber dass er weiter das Vertrauen des Trainers spürt. Und das ist für diese jungen Leute immer das Wichtigste. Und ich denke, ein Steffen Baumgart macht das. Der nimmt den Fabio in den Arm, der spricht mit ihm auch nach einem schlechteren Spiel und lässt ihn nicht fallen. Und das ist für so einen jungen Mann absolut das Wichtigste. Und dann wird das auch funktionieren, dann wird er uns weiter eine Menge Freude bereiten. Ja, wir werden den Weg von Fabio natürlich auch weiter begleiten. Er befindet sich auch in Vertragsgesprächen mit dem HSV. Der Verein will ihn länger binden und setzt auch in Zukunft auf ihn. Sein großer Traum ist es, mit dem HSV in der Bundesliga zu spielen. Ja, möglicherweise ist es ja nächste Saison schon soweit. Wir werden es sehen. Carsten, erstmal vielen, vielen Dank, dass du zur Verfügung gestanden hast und deine Expertise abgegeben hast über Fabio. War wirklich sehr interessant. Na klar, super. Ich danke euch auch. Gut, bis dann. Auch von meiner Seite ganz, ganz vielen Dank und dir auf jeden Fall noch einen schönen Urlaub, Carsten. Und wir anderen werden uns nächste Woche im Podcast wiederhören. Dann spielt der HSV ein Heimspiel gegen Regensburg nach der Länderspielpause. Und auf jeden Fall schönen Urlaub und vielen Dank. Super, danke. Bis dann. Ciao, ciao. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast. Thank you.